Es sind 410 geboten. Und das nächste Gebot ist 450. 1300 Euro für eine aquarellierte Tuschefederzeichnung von Janosch. 605, jetzt sind wir bei 700. Das hier vorne bin ich, Jörg. Ich bin in einem der größten Auktionshäuser Deutschlands, bei Henrys in Mutterstadt. Hier kommt nahezu alles unter den Hammer. Ob ein Original Banksy, ein Druck von 100 Wasser oder eine handsignierte Postkarte von Gerhard Richter. Aber auch Uhren oder Schmuck, Kunst und Antiquitäten werden hier verkauft. 180 Euro Startpreis. Also der Preis muss einfach schon eine kleine Verlockung für die Kunden darstellen, dass man in die Auktion einsteigt. Sogar Autos bekommt man hier. 7 Tage werde ich hier hinter die Kulissen blicken. Will wissen, wie geht Auktionshaus eigentlich? Woher kommen die ganzen Waren? Und wer sind die Käufer? Wer bietet 150 sind geboten, 170, 190 jemand? Um das Geschäft zu verstehen, habe ich etwas mitgebracht. Ein echtes Kunstwerk von einem renommierten Künstler aus Berlin. Es war ein Geschenk. Für diesen Film werde ich mich davon trennen. Wenn es denn überhaupt für eine Auktion hier in Frage kommt. Hallo. Hallo, guten Tag. Ich bin Jörg Kommer, freut mich. Herbach, hallo. Schauen Sie mal, was ich hier mitgebracht habe. Die wichtigste Hürde ist Ute Erbach. Sie wird in den nächsten Tagen die Auktion leiten. Okay, also ich verstehe, es wird aufgehängt, aber es ist keine Lampe, kein Strom. Das heißt auch No Light. No Light, ja, okay. Gut, dann schauen wir mal, wie die Kunstwerke von dem Künstler so gehandelt werden. Also da ist es schon, Untitled oder No Light, entstanden 2009, wurde versteigert in einem anderen Auktionshaus für 700 Euro. Na, dann haben Sie ja eine Zielvorgabe, oder? Ja, deswegen würde ich vorschlagen, es mit einem Anfangspreis von ungefähr 400 Euro in die Auktion zu nehmen. In der Hoffnung, dass man... Ja, ich bin eigentlich ganz sicher, zuversichtlich, dass das deutlich mehr bringen wird in der Auktion. Deutlich? Was ist denn deutlich? Ja, an die 700 etwa. Und drüber? Vielleicht. Sie könnten mir auch direkt für 700 abkaufen, wenn Sie möchten. Nein, das tun wir nicht. Wir kaufen generell gar nichts an. Na, für sich vielleicht. Nein, für mich auch nicht. Wir versteigern immer im Auftrag für den Kunden. Und jetzt auch in meinem Auftrag. Ich will wissen, ob ich irgendwie mithelfen kann bei der Versteigerung. Kann ich denn mit dabei sein, wenn das Kunstwerk versteigert wird? Natürlich. Die Auktionen sind öffentlich, kann jeder teilnehmen. Ja, Sie auch. Könnte ich da auch einen Job übernehmen? Kann ich vielleicht mit oben sitzen und den Hammer schlagen? Nee, das geht nicht. Aber wir haben natürlich viele Jobs bei den Auktionen. Wie sieht's aus? Wollen Sie es da lassen, damit wir es im August für Sie versteigern können? Ja oder nein? Naja, dafür bin ich ja da, ne? Okay, dann drucke ich Ihnen jetzt den Vertrag aus. So. Einmal ich. Einmal die Waschmaschine. Einmal Sie. Hier bitte. Aber ganz schön viel Provision. 20%. Das ist doch nicht viel. Oh, ist schon aufregend ein bisschen. Bitteschön. Ja, nun. In diesem Saal wird mein Kunstwerk in den nächsten Tagen versteigert. Einmal im Monat findet eine Auktion zur modernen Kunst statt. In den Wochen dazwischen werden Antiquitäten, Möbel und alte Kunst versteigert. Woher kommt das alles, was hier ausgestellt wird? Mir kommt es wie eine Mischung aus Museum und Indoor-Flohmarkt vor. Es ist das Reich von Ute Erbach und ihrer Geschäftspartnerin Anja Eirich. Schauen wir mal, was Sie uns Schönes heute mitgebracht haben. Beinahe jeden Tag bekommen die beiden Besuch von Menschen, die ihre Schätze zu Geld machen wollen. Was hat die für Werk? Lenzkirchwerk? Lenzkirchwerk, ja. So. Aber er hat Herr Werner ist einer von ihnen. Er kommt ganz aus der Nähe, ist seit Jahren Stammkunde bei Henrys. Vor allem Uhren und Antiquitäten hat er mitgebracht. Mitte 19. schaue ich mir nochmal die Meißenfigur an. Von 1880-90. Hier sieht man schön die Knaufschwerter. Auch von Stammkunden nehmen sie hier nicht alles. In die Auktion schafft es diese alte Mäcki-Figur jedenfalls nicht. Woher kommen die, Herr Werner? Ja, überall. Von der Flohmärkte, Privathaushalte. Ist zusammengesammelt über 40 Jahre.
Und jetzt trennen wir uns halt von diesen Stücken. Ach so, das war bei Ihnen mal zu Hause? Ja. Und die Frau sagt, das muss jetzt raus? Ja. Und jetzt geht's zwischen den beiden um den Startpreis, also das Mindestgebot. Um die 500 Startpreis. 55, okay. Ja. 280? Zu wenig. Aber Herr Werner ist wohl nicht immer einverstanden. Also in dem Zustand, wie er jetzt ist, wird er nicht mehr wie 400, 450 bringen. 380 geht. Also wenn der Startpreis günstig und interessant gewählt ist, dann findet man schneller zwei Kunden, die sich dafür interessieren, die dann den Preis auch in der Auktion hochtreiben. So ist das Ziel. Und wenn der Preis zu hoch gewählt ist, dann kann es auch sein, dass die Auktion ins Stocken gerät, sich vielleicht nur ein Kunde findet und dann bleibt der Preis, der Zuschlagspreis in der Nähe des Limitpreises und anders wäre der Preis gestiegen und hätte eventuell einen deutlich höheren Erfolg gebracht. Also hat das dann schon Methode? Das ist schon, dass das mit eingeplant ist, ja. Und es funktioniert, ist bewährt? Also es funktioniert nicht immer, aber es funktioniert häufig. Also der Preis muss einfach schon eine kleine Verlockung für die Kunden darstellen, dass man in die Auktion einsteigt. Bei Henrys geht es nicht nur um Kunst und Antiquitäten. In drei Häusern werden Uhren, Schmuck, sogar Autos versteigert. Das ist schon ein bisschen wenig. Und da gehe ich jetzt mal hin. Ich bin überrascht über die schiere Anzahl Autos, die auf ihre Käufer warten. Einige werden direkt verkauft, andere versteigert. Porsche, Daimler, Fiat oder Alfa Romeo. Oldtimer im Wert zwischen 3 und 4 Millionen Euro stehen hier. Ich bin verabredet mit Cedric Habermehl. Morgen. Er ist Chef der Autoabteilung. Ich bin Jörg, hi. Cedric, hallo. Freut mich. Was steht heute an? Also dieses Auto hier wird heute abgeholt. Ja, das kommt in den Raum Regensburg. Wir können uns das Auto gerne mal anschauen, wenn du magst. Klar mag ich. Ich habe keinerlei Ahnung von Autos, habe nicht mal eins. Aber sogar ich weiß, dass ich hier vor einem echten Klassiker stehe. Ein Mercedes 190 SL, Baujahr 1958. Für mich ist es mit einer der schönsten Fahrzeuge von der Form her. Es ist auch eine Ikone, in sehr vielen Hollywood-Filmen wurde das Fahrzeug mit eingebracht. Und ja, wie gesagt, also es ist sehr formschön, das Auto, allein hier diese abgesetzten Teile. Ja. Also der Kunde, der es gekauft hat, kann sich auf jeden Fall freuen. Und 115.000 Euro dafür bezahlen. Und damit die Kasse klingelt, müssen wir den Lappen schwingen. 71.000 Euro. Das machst du einmal die Woche? Das mach ich einmal die Woche. Jetzt letzte Woche war ich eine Woche im Urlaub, also ist jetzt zwei Wochen. Ja. Ach, deswegen sind die auch so schmutzig wahrscheinlich. Und wie auch bei den Kunstauktionen versteigert Cedric die Autos im Auftrag der Kunden. Die parken quasi ihre Autos hier, bis sie dann verkauft oder versteigert werden. Ist das nicht schade, diese Autos hier so stehen zu lassen? Schade? Ja, einfach nur, dass sie hier rumstehen. Sie stehen ja da, dass sie verkauft werden sollen. Und wenn sie hier nicht stehen, dann stehen sie vermutlich beim Kunden. Normale Autos stehen ja schon viel. Aber diese eigentlich immer. Spielzeug für Reiche. Was ist hier so im Verkaufsraum das teuerste Fahrzeug, was hier derzeit steht? Also das teuerste Fahrzeug steht direkt hinter dir. Das ist ein 380k Mercedes. Davon wurden nur 150 Stück gebaut und das Fahrzeug ist in einem sehr guten Zustand, war 50 Jahre lang in einer Hand, war Erstauslieferung in Barcelona und kostet hier jetzt 660.000 Euro. Ist es denn für dich auch was Besonderes, so ein Fahrzeug hier im Verkaufsraum stehen zu haben? Also dieses Fahrzeug speziell ist natürlich nochmal eine sehr große Ehre. Es ist ein sehr altes Fahrzeug, es ist in einem sehr guten Zustand, davon wird es vermutlich nur noch eine Handvoll geben und irgendwo ist auch dann eine Ehre, so ein Fahrzeug hier stehen zu haben. Vermutlich das wertvollste Auto, das ich je berührt habe. Ich will nochmal wiederkommen, wenn einer der Schätze abgeholt wird. Dieser beinahe 80 Jahre alte Jaguar wartet auf seinen neuen Besitzer. Ganz einfach wird das allerdings nicht. Und günstig auch nicht. Der dritte von 7 Tagen im Auktionshaus. Ich bin wieder bei Ute Erbach in Haus 2. So, Herr Hauptmann, dann kommen Sie mal mit. Können Sie mal sehen, wie es weitergeht mit dem Stück. Hier sind all die Sachen, die jetzt in den kommenden Auktionen dran sind. Eine ganz schöne Menge. Ja, geht hier auch noch weiter. Wow.
alles, was da vorne steht, ist für die kommenden Auktionen. Und es geht hier die ganze Zeit immer weiter? Ja, alle 4 Wochen einmal alles neu. Das sind jetzt hier die Antiquitäten, zum Beispiel das Porzellan. Da gibt es zum Beispiel hier ein Service, was ich besonders schön finde von der Form. Das hier? Aber das ist doch Jugendstil, oder? Nein, das ist ganz neu, aus den 80er Jahren. Was? Also 80er Jahre heißt bei uns halt ganz neu. Doch. Meine Skulptur finde ich hier erstmal nicht. Denn die liegt beim Fotografen Markus Eirich und wartet darauf, dass sie für den kommenden Auktionskatalog fotografiert wird. Dunkelkammerleuchte. Nee, das ist hier. Das ist No Light. Das ist anscheinend ein Guss. Das wird aber versteigert. Ist. Ja, man wundert sich über manches, aber wenn man jetzt zeitlang schafft. Ja. Ist es so? Ja, es ist so. Da wollen sie es gleich gemacht haben, wollen wir das gleich machen jetzt. Ich kann Ihnen noch ein bisschen helfen. Nee, nur auf Befehl arbeiten. Ja, jawohl. Das ist den Ton, den ich brauche. Das hängen wir jetzt so dran an den Bilderschläger. Aber schon das hier nehmen. Das, ne? Brauchen wir nicht, ne? Sie wollen doch helfen. Ach so, ja. Ja, ich glaube, es geht mit dem Limit von 300 los. Ja, okay. Ich habe schon Überes gesehen. Also ja? Ja, wo man halt nicht wirklich weiß, was es ist oder so. Wie viele Tage Sachen fotografieren Sie pro Tag? Es ist lustabhängig, ein wenig. Aber hat man manchmal mehr Lust auf Barock oder manchmal mehr Lust auf moderne Kunst? Kunst ist einfacher, oder Kunstrepros zu machen ist einfacher, weil das muss man hinstellen und abdrücken und da muss ich dann irgendwas, das muss irgendwie richten noch und teilweise auspacken, einpacken und so. Also in dem Sinn ist es einfacher, aber dafür muss ich die Bilder hinher schleifen. Aber aufbauen muss man es auf jeden Fall, das stimmt, ja. Es wackelt, don't wackelt. Man fragt dann, wer hat sowas gekauft? Wer gibt teilweise viel Geld für ein Zeug aus? Das gibt's schon, ja. Da zum Beispiel. Da zum Beispiel. Wo man halt nicht wirklich weiß, was es ist oder so. Na, ich bin gespannt, was es bringt. Schließlich ist meine Skulptur nicht in schlechter Gesellschaft, wie ich gerade feststelle. Ob eine Bronzeskulptur, ein Buchepos von Friedensreich Hundertwasser oder ein Ensemble von Streetart-Legende Banksy. Was die Menschen wohl dafür zahlen, das zeigt sich in wenigen Tagen. So, da ist es. Das gute Stück. Haben wir denn die Nummer? Das ist jetzt immer noch Ihre Einlieferungsnummer. Die Katalognummer macht ihr jetzt. Bevor wir das auszeichnen, müssen wir immer schauen, ob das beschädigt ist oder nicht. Und das gucken Sie auch noch mal? Ja, natürlich. Ob das jetzt ein Porzellan-Chip hat oder die Stückzahl stimmt, alles, was im Katalog steht. Und wenn das stimmt, kleben wir eine Nummer drauf. Dann können wir wieder reinstellen, tun wir auf unser Waage. Und dann sehe ich es möglicherweise gar nicht mehr, oder? Erstmal nicht. Erst in die Vitrine draußen. Okay. Woran damit? Wir stellen das hier drauf. Beim Auszeichnen aller anderen Objekte helfe ich jetzt Kati Ladani. Genau. Sie arbeitet schon seit über 10 Jahren für Ute Erbach und liebt ihren Job. Besser nicht, oder? Doch, kann man. Das geht. Ja. Und die hier? Die müssen wir suchen, wo da ist. Denn bei uns das Laufen. Da unten. Sehen Sie? Da unten ist er. Und immer gerade kleben. Ja. Und kann man vorne dran stellen. Ach so, hier runter dürfte ich es nicht hinstellen. Ja, aber die sind noch nicht ausgezeichnet. Dann weiß ich, dass was hier ist, das ist schon ein Teil ausgezeichnet. Okay. Und das ist genauso wie der Besteck, wenn wir jetzt Besteck machen wollen, wenn Sie zählen möchten. 1, 2. Ist nicht ein bisschen langweilig die ganze Zeit? Nein. Ich mache das nicht jeden Tag dasselbe, sondern ich zähle Porzellan und alles eigentlich. Aber die Ausstellung macht den meisten Spaß hier doch. Ja? Was macht denn überhaupt Spaß? Wie würden Sie es beschreiben? Ich habe sich so
da ist immer so kleine Geschichte hinten dran und das ist, ich finde das immer so schön. Und dann, wenn man sieht, wie Leute sich dann freuen, wenn die was kaufen. Ich habe die Wochenkundin gehabt, die hat gestrahlt und hat sich gefreut. Und das ist dann so ein bisschen Bestätigung, dass man das gerne macht und gut ist, was man macht. Oder dann war es wirklich. Ja, aber haben Sie am Anfang keine. Mein vierter Tag. Ich bin wieder bei Cedric in Haus 3, bei den Autos. Heute wird der Jaguar von 1948 abgeholt. Jedenfalls ist das der Plan. Die beiden Abholer sind schon ganz gespannt. So eine Menge Verantwortung. Ich meine, wie viel hat der Wert? 70.000 bis 140.000 Euro? Es ist schon ein bisschen aufregend. Ja. Stolze 109.000 Euro hat der Oldtimer gekostet. Dafür sollte er auch anspringen. Doch nicht so einfach. Auftritt Cedric. Eine Starthilfe soll's jetzt bringen. Denn das historische Stück muss aus eigener Kraft auf den Hänger gefahren werden. Doch dann passiert erstmal nichts. Also keine Abholung heute, hm? Doch. Eins, zwei. Geht doch. Sind immer kleine Herausforderungen dann. Ne? Man weiß dann nicht, okay, funktioniert es doch noch, funktioniert es nicht, müssen wir es rausschieben, schaffen wir es noch zum Fahren. Ja? In dem Fall haben wir es zum Fahren geschafft, es hat funktioniert, ja? Deshalb sind wir ein bisschen froh darüber. Der wertvolle Wagen, gleich auf dem Weg nach Süddeutschland. Um Hochpreisiges geht es auch in Haus 1, in der Uhren- und Schmuckabteilung. Alles wird hier überwacht. Einer muss hier vorne bleiben. Warum? Sicherheitsgründe. Echt jetzt? Mhm. Und der Blick auf die Preisschilder erklärt das. 165.000 Euro für eine Uhr von Lange und Söhne. Nie gehört. In die mittlere Theke. Da, rechts, ja. Ich helfe heute Birgit hoch beim Vitrinen einräumen. Wie, ganz nach vorne? Nein, dann fällt die Schublade runter. Okay, jetzt besser? Wunderbar. Ja. Birgit Hoch ist gelernte Schmuckverkäuferin. Nein, da. Sie wissen schon, was das hier alles für Klunker sind? Die meisten, ja. Sollte ich. Wäre blöd, wenn ich es nicht wüsste. Wissen Sie, was das ist für ein Beruf? Das ist ein Tanzanit. Mhm. Und das? Auch. Das? Das sind Smaragde oder Zavorite und das müssten gelber Saphir sein. Das machen Sie jeden Morgen? Mhm. Jeden Morgen einräumen und jeden Abend ausräumen. Nee, erstmal machen wir alles in rosa, pink, lila. Jetzt möchte ich erstmal den. Sie haben rosa-lila gesagt und das ist jetzt lila. Das ist blau-lila und das kommt auf die andere Seite. Ja, soll schon ein bisschen hübsch aussehen. Komm, das kann man doch hier so einfach hinstellen. Baff, zack, fertig. Nein, guck mal, baff, der Preis umgefallen, das geht so nicht. Man muss ja schon sehen, was es kostet. Spitzenhilfe, ne? Kann man für Sie was tun? Nein, danke, wir wollen mal gucken. Ja, gerne. Ich habe die Halskette bewundert. Wenn Sie was sehen möchten, melden Sie sich einfach. Stellen Sie mir mal meine Sachen wieder aufs Tablett los. Ich wollte die gerade verkaufen. Ich war kurz davor. Hier. Wird das alles auch gekauft oder geht auch was zurück? Nein, da geht auch Ware zurück. Wir haben die 3 Monate in Kommission da. Und wenn die Ware nicht verkauft wird, geht die nach 3 Monaten ungefähr wieder zurück, je nach Einlieferer. Und so haben wir jeden Monat neue Ware da. Und das gilt nicht nur für Schmuck, sondern auch für Uhren. Da helfe ich Ute Schönig. Und die erzählt mir gleich was Spannendes. Was wohl nicht normal ist, ist Ehrlichkeit beim Schmuckverkaufen. Bei Henrys soll das allerdings anders sein. Was haben Sie für eine Uhr? Ich habe Rolex an. Ist ja normal, oder? Nach so vielen Jahren schon, ja. Ja? Ja. Es gibt Geschäfte, ach gerade von Kollegen, wo man frühere Arbeitgeber erzählt bekommt, die müssen mit allem, was sie haben, wirklich verkaufen. Wir müssen natürlich auch verkaufen, klar, aber wir dürfen ehrlich sein dabei. Erklären Sie mir mal Ehrlichkeit im Schmuckgeschäft. Wenn jetzt ein Kunde die Wahl hat zwischen 2 Dingen, wo er sich dann auch mit uns zusammen ausgesucht hat, wir dürfen einfach ehrlich sagen, was uns besser gefällt, wenn der Kunde fragt natürlich. Und woanders?
Das Teurere, ganz klar. Das Teurere. Ach was? Absolut, ja. Definitiv. Ja. Und hier sagen Sie schon, auch wenn das das Billigere, die Billigere dürfen wir? Ja. Ja. Natürlich ist es immer letztendlich dann doch ausschlaggebend, was der Kunde möchte. In den Büros hinter den Verkaufsräumen finde ich Sascha Wendt. Er ist der Chef hier. Bestimmt, was versteigert und was direkt verkauft wird. Und auch hier laufen bereits die Vorbereitungen für die nächsten Auktionen. Ich schaue jetzt gerade mal, was bereits für Ware für die kommende Auktion da ist und versuche da eine gewisse Sortierung für mich reinzubringen, einfach um den Katalog dann gestalten zu können. Und ja, wir haben hier eine wirklich hervorragende Omega-Vintage-Uhr, eine Ranchero, die im absoluten Originalzustand ist. Und sowas findet man so gut wie nie. Im Normalfall sind die Zifferblätter restauriert oder die Zeiger sind nicht mehr original. Die Gehäuse sind extrem aufgearbeitet und das haben wir hier in dem Fall nicht. Und das ist genau das, was der Sammler hinterher gerne haben möchte. Das ist halt nicht vergleichbar. Woher kommt diese Uhr jetzt? Das ist zum größten Teil von Privatpersonen. Das heißt, die unter Umständen was verkaufen möchten, weil sie in ihrer Sammlung was ändern möchten oder ja, ein Stück vielleicht auch nicht mehr tragen, kein Interesse mehr daran haben. Und wir sind im Endeffekt dann der Dienstleister, der dafür sorgt, dass das Stück verkauft wird. Was ist jetzt hier mit der Macke? Das ist ja schon ein ordentliches Ding. Es ist ein Originalglas. Also wir könnten das ein bisschen aufarbeiten. Das machen wir aber in dem Fall nicht, weil es auch wirklich noch das Originalglas ist. Also Sie haben hier zentral in der Mitte das Omega-Zeichen eingebracht. Ich gebe Ihnen auch gerne mal eine Lupe, wenn Sie möchten. Ach, da ist jetzt, was sagen Sie? Da ist das Omega-Zeichen sehen Sie dort. Das ist also wirklich noch in der Glas. Mitte. Genau, im Zentrum des Glases. Ach was. Dort, wo die, andersrum. Bitte? Die Lupe müssen wir andersrum nehmen. Nicht die Uhr. So. Ja. Sie ist wirklich absolut im Originalzustand. Ob das das erste Glas ist, das können wir natürlich nicht feststellen. Aber so wie die Uhr aussieht, kann man fast davon ausgehen. Im Haupthaus, also im Haus 1, gibt es neben Schmuck und Uhren noch viel mehr. Wie in einem normalen Kaufhaus, aber billiger. Das meiste kommt aus alten Lagerbeständen, die Geschäftsführer Ralf Hege günstig einkauft. Einzigartig in Deutschland. Ein Kaufhaus im Auktionshaus. Wir haben in Schifferstadt angefangen, damals im ehemaligen Kino. Es war einfach ein Kauf- und Auktionshaus. So wurde das gegründet und man hat versucht, auch im Auftrag Ware zu verkaufen. War natürlich am Anfang nicht so leicht, weil wenn man keinen Namen hat, bekommt man natürlich auch nicht viel Ware. Also wir mussten uns schon beweisen, dass da was geht. Und das wurde natürlich über die Jahre immer besser. Wie viel Euro Umsatz das Auktionshaus mittlerweile jährlich macht, das will er uns nicht verraten. Ist Henrys einmalig in Deutschland? Wie würden Sie es bewerten? Ich würde schon sagen, dass Henrys einmalig ist, ja. Weil es in dieser Art und dieser Vielfalt keine Auktionshäuser gibt. Auch nicht in der Größe. Ja? Ich meine, es ist vielleicht heute auch nicht mehr notwendig, dass man über 10.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche hat. Aber die Kunden schätzen das natürlich, wenn sie sich hier auch mal einen ganzen Tag aufhalten können. Und es gibt immer wieder was Neues zu sehen. Ja? Am vorletzten Tag traue ich mich jetzt richtig an den Kunden. Kundschaft. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Machen ich aber direkt beschädigt oder verkratzt ist die nicht. Was haben Sie denn hier schon gekauft? Also erstens mal kaufe ich immer Schuhe hier. Ich kaufe auch Klamotten hier. Also Sie sind schon regelmäßig hier auch am Mitbieten? Also ich kaufe und ich biete auch. Das geht auch. Ich habe gelernt, Kundinnen in Gespräche zu verwickeln hilft. Auch sehr hübsch. Also das wäre der fertige Preis. Das ist der fertige Preis, ja. Okay. Haus Sie 1. Haben eine absolute Begabung für hier. Ganz toll. Ja, ich versuche. Also vielleicht wollen Sie auch noch mal umsatteln. Sie kauft dann allerdings doch nichts. Mein letzter Tag im Auktionshaus.
Die große monatliche Kunstauktion. Insgesamt wird sie über 3 Stunden dauern. Menschen werden hier vor Ort im Saal bieten und gleichzeitig über das Internet und am Telefon. Und genau da soll ich helfen. Wenn die Nummer aufgerufen wird, dann rufe ich ja möglicherweise... Besser 2-3 Positionen vorher. Siehst du? Dann hat man nämlich schon ein bisschen Zeit, um Hallo zu sagen. Und dann ist es nicht direkt so mit der Tür ins Haus fallen. Okay. Und wichtig für dich sind dann noch hier... Ich werde von Helen als Telefonist eingearbeitet. Ich bin einer von 3 Menschen am Telefon, soll für die Kunden am anderen Ende Gebote abgeben. Was aktuell der Erwartungszuschlag ist, also was zu bieten wäre oder ob schon was geboten ist. Und wenn der Herr... jetzt überbieten möchte, wäre 1,9 der nächste Schritt. Warum 1,9? Wer sagt das? 10% zum nächsten 100er, 1000er oder 10.000. Ah, gut, dass du es sagst, oder? Genau, aber das erklärt die Frau Erbach auch nochmal. Wir machen es Schritt für Schritt, kein Problem. Mhm. Vielleicht erkläre ich es auch zu kompliziert. Ich bin jedenfalls ganz schön aufgeregt vor meiner ersten nicht-digitalen Auktion. Haben Sie vor Auktionen heute noch Puls? Ja, schon noch immer. Es ist halt immer, man arbeitet den ganzen Monat und an diesem einen Tag zeigt sich dann, wie es war. Nehmen Sie irgendwie Einfluss auf die Dramaturgie der Abfolge der Bilder, die Sie hier versteigern, oder ist es alles durcheinander? Na, die Dramaturgie ergibt sich ja erst während der Auktion. Man weiß vorher nicht, welches Bild viele Leute interessiert. Und man wundert sich manchmal über ein Bild, wo man denkt, da müssten sich viele Leute interessieren und es passiert gar nichts. Nein, das ergibt sich alles während der Auktion. Ob sich für mein Kunstwerk jemand interessiert, wird sich gleich zeigen. Doch vorher muss ich für andere mitsteigern, deren Gebote am Telefon abgeben. Hier ist Jörg Hommer von Henrichs Auktionshaus. Ich grüße Sie. Sie möchten heute mitbieten bei Friedensreich 100 Wasser, Queensland, Australien. Ist das richtig? Artikel Nummer 6430. 1800 sind geboten. 2100 sind geboten. Was ist Ihr Gebot? Möchten Sie bieten? 2015 geboten am anderen Telefon. Sie sind jetzt Höchstbietender mit 2500? Am Ende bekommt doch jemand anderes den Zuschlag. Es geht alles sehr schnell. Und schon die nächste Auktion. 1,6 hier vorne in der ersten Reihe, 1,8. 1,8 ganz hinten. 2,000 sind geboten. 2,2. 2,000 der Herr im Saal hier in der ersten Reihe. Dann für 2,000 Euro. Insgesamt 240 Positionen kommen hier heute unter den Hammer. Der Banksy hat 530 Euro erzielt, das ikonische Bild von Marilyn Monroe 6.000 und 7.000 Euro für eine handsignierte Postkarte. Und dann kommt meine Skulptur dran. Eine Arbeit von Michael Salzdorfer aus Berlin. No Light heißt die Arbeit. 400 Euro sind geboten, 450, 500, 550 und 600 sind geboten. Möchte jemand 650 bieten? 650 im Saal, 700 jemand, 650 und 650 an die 399. Dankeschön. Das war's. 650 Euro für mein Kunstwerk. Ich will natürlich wissen, wer mein Objekt ersteigert hat. An der Kasse erfahre ich, es ist ein Galerist aus Mannheim, der den Zuschlag bekommen hat. Ich hatte die Glühbirne schon vor ein paar Wochen im Internet gefunden und hatte aber gar nicht auf dem Schirm, dass die bei Henrys versteigert wird. Das heißt, ich war eigentlich heute da, ohne zu wissen, dass ich dann am Ende mit der Glühbirne nach Hause gehen werde. Und ich hatte die so etwas aus den Augen verloren. Und als ich sie aber heute gesehen habe, wusste ich, da biete ich noch schnell mit. 7 Tage im Auktionshaus. eBay nur in der realen Welt. Bunter als online. Voller Überraschungen und Vielfalt. Und voller Arbeit. Mir bleibt die Wehmut über den Abschied von meinem Kunstwerk. Aber auch das Gefühl, dass sich jemand anderes offenbar sehr darüber freut. Schließlich hat er auch dafür bezahlt.